Ei Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empire, das Smaragdreich. Heute mit Tieren und Pflanzen. Die Tierwelt von Rokugan ist überraschend reich und vielfältig. So sehr, dass ein Asako-Weiser einmal sagte, dass ein Mann, der das Smaragd-Imperium bereist, jeden Tag in einer anderen Welt erwacht. Jeder, der durch die vielen Regionen von Rokugan gereist ist, weiß, dass seine natürliche Vielfalt durch die Tiefe seiner kulturellen Traditionen ergänzt wird. Die Flora. Die Vielfalt des lokalen Klimas Rokugan sorgt für Vielfalt in der Pflanzenwelt. Die Pflanzen auf den fernen östlichen Inseln der Mantis sind sehr verschieden von denen, die in den felsigen Ausläufern des Rückgrates der Welt gedeihen. Und die Blumen, die aus den fruchtbaren Böden des zentralen Rokugani-Ebenen sprießen, haben wenig mit denen gemein, die auf den Ästen der Bäume in den Drachenbergen blühen. Rokugans Landschaften variieren sogar mehr als sein Klima, oft sogar ziemlich dramatisch. Auf den hohen Berggipfeln klammern sich kleine Pflanzen, Flechten und seltene Blumen an die felsigen Gelände, während an den unteren Hängen hohe Bäume wachsen, die dichte Wälder bilden, in denen Pflanzen und Tiere gedeihen. Den Ebenen sowohl kultivierte als auch wilde Sträucher reichlich vorhanden, die schweren Bäume der Berge machen weicheren Hölzern und Bambus Platz. Der sandige Boden der südöstlichen Küsten und die tropischen Inseln des Mantis-Clans beherbergen Pflanzen, die sonst nirgendwo in Rokugan zu finden sind. Die Flora des Smaragdreiches ist vielgesichtiger und jede Generation von Gelehrten entdeckt neue Arten, die ihre Vorfahren übersehen zu haben scheinen. Es gibt jedoch eine Anzahl von Arten, die für die Leute von Rokugan zahlreicher und bedeutender sind, und diese sind den meisten Einwohnern des Reiches, wenn nicht namentlich, dann mindestens durch ihr Aussehen bekannt. Kiefern sind überall in Rokugan verbreitet und können sogar an der Südküste und auf den Mantisinseln gefunden werden, obwohl sie in diesen Provinzen viel seltener sind als im Norden. Diese Nadelbäume sind besonders im hohen Norden sowie in den Bergen, wo die Temperaturen kälter sind, reichlich vorhanden. Der Isawa Mori im Herzen des Phönix-Territoriums ist der größte Kiefernwald im Reich. In Küstengebieten dienen Kiefern als Windschutz, um Dörfer und Städte abzuschirmen und um die imperialen Straßen zu beschatten und die Reisenden zu schützen. Für viele Rokugani symbolisiert die Kiefer die Jugend und Langlebigkeit, und sie werden im ganzen Reich als Bonsai- und Gartenbäume verwendet und liefern Materialien für den Bau von Häusern und Möbeln. Zedern, Zypressen, Tannen und Fichten sind ebenfalls im Reich verbreitet, aber im Gegensatz zu den Kiefern wachsen nur wenige im Süden und keine auf den tropischen Inseln im Osten. Diese immergrünen Bäume werden auch als Bonsai- und Gartenbäume verwendet, aber ihre bevorzugte Verwendung ist für den Bau von Häusern und Einrichtungsgegenständen. Das Innere von Truhen und Schränken zum Beispiel ist häufig mit Zedernholzplatten bedeckt, deren Duft dazu beiträgt, die Kleidung frisch und angenehm aromatisch zu halten. Wacholder, ein weiterer immergrüner Nadelbaum, ist für die Menschen in Rokugan auch wichtig. Die aromatischen Zapfen dieses Baumes, die schwarzen oder dunkelblauen Beeren ähneln, werden sowohl für geschmackliche Verfeinerung von Alkohol als auch wegen ihrer medizinischen Eigenschaften verwendet. Kleinere immergrüne Sträucher sind in Rokugan üblich, hauptsächlich im Norden in den verschiedenen Gebirgszügen des Kaiserreiches. Diese kleineren immergrünen Pflanzen werden oft für Bonsai-Bäume verwendet,
Denn ein talentierter Künstler kann eine wunderbare Schöpfung aus dem gewöhnlichen Strauß herausholen. Für viele Samurai ist der Ahorn der spektakulärste und am meisten verehrteste Baum in Rokugan. Es gibt viele Arten von Ahorn im ganzen Reich, die alle im Herbst leuchtende orange, gelbe oder Rotschattierungen annehmen, bevor die Blätter fallen, um den Boden zu bedecken und schließlich zu nähren. Früher blühen die Bäume und bilden reiches Laub, und während die Blätter aller Ahornbäume grün sind, hat jede Art ihre eigenen Besonderheiten. Die häufigsten Ahornart hat Blätter von einer dunkleren Grünton, blasser unten drunter mit Spuren von silbrigen und grauen Farbtonen innerhalb der Blattadern. Eine andere häufige Variante, der Rotahorn, hat Adern von fast blutroter Farbe, die Flüsse in das Land über die Oberfläche der Blätter überziehen. Wegen seiner Vielfalt und prächtigen Herbstfarben wird der Ahorn häufig als dekorativer Baum in rokuganischen Gärten verwendet. Es gibt mehrere andere Bäume, die verwendet werden, um Häuser, Möbel, Schiffe und weltliche Gegenstände wie Schüsseln, Werkzeug und dergleichen herzustellen. So sorgen beispielsweise Eichen für ein hartes und langlebiges Holz. Die dicke, breitblättrige Eiche findet man überall auf dem rokuganischen Festland und ihr Holz wird oft für Werkzeuge und Waffen verwendet. Teakbäume geben auch ein hartes und haltbares Holz. Es ist gelblich-braun und sehr harzig und wird hauptsächlich für den Schiffsbau verwendet. Daher ist es für den Mantis-Clan äußerst wertvoll. Die kälteempfindlichen Bäume wie Balsa, Ebenholz und Mahagoni sind vor allem im Süden und auf den Inseln der Mantis zu finden. Balsa liefert ein leichtes Holz, das normalerweise zum Bau von Flößen oder Kinderspielzeug verwendet wird, während die anderen beiden Hölzer von extrem hoher Qualität und Haltbarkeit sind. Schwarzes Ebenholz wird besonders geschätzt für Kunst und Dekorationen. Es wird verwendet, während das rötlich-braune Mahagoni hauptsächlich für Möbel verwendet wird. Viele reiche Samurai zeigen stolz Mahagoni-Möbel, die ihre Gäste bewundern können. In ganz Rokugan sind Eschen zu finden, die im Frühling mit kleinen Purpurblüten blühen, sowie Zirgelbäume, die eine kirschähnliche Frucht tragen. Andere Obstbäume im Reich sind Apfel, Orange, Pfirsich und Birne. Diese Bäume werden wegen ihrer Schönheit und ihrer Früchte geschätzt und häufig in Gärten ausgestellt. Kein fruchttragender Baum ist jedoch höher geschätzt als der Kirschbaum. In der Tat ist die Kirschblüte eine der wichtigsten Blumen in ganz Rokugan. Und ein ganzes Fest widmet man dieser zarten, rosa-weißen Blüten. Im ganzen Reich gibt es Dutzende verschiedener Kirschbaumsorten, von denen die meisten im Frühjahr nur wenige Tage blühen. Die berühmteste Kirschblütenfestlichkeit wird zu dieser Zeit unter den blühenden Bäumen gefeiert. Die Rokugani betrachten die Kirschblüte als ein wertvolles Geschenk, das von den Alten überliefert wurde. Pflaumenbäume, die mehrere Wochen vor der Kirschblüte blühen, sind das früheste Anzeichen dafür, dass der Frühling auf dem Weg ist. Die Pflaumenblüten gehören zu den ersten, die sich im Jahr öffnen. Sie blühen für gewöhnlich, während der Schnee noch immer in großen Teilen des Landes bedeckt. Kirschbäume kommen Pflaumenbäumen in vielen Varianten vor, von denen die meisten schon länger kultiviert werden, als das Kaiserreich überhaupt besteht. Ihre Blüten reichen von weiß bis dunkelrosa und haben viele einen dunklen, stärkeren Duft als Kirschblüten. Von allen Pflanzen in Rokugan werden nur wenige auf so viele Arten verwendet wie der Bambus.
Dieser schnell wachsende Baum kann überall im Reich gefunden werden, obwohl er in den zentralen und südlichen Provinzen des Imperiums häufiger und ertragreicher ist. Der Bambus wird sowohl im Bauwesen als auch in unzähligen Kunsthandwerken verwendet. Und das Innere vieler Häuser ist damit geschmückt. Bambus ist wasserfest und eignet sich besonders für die Herstellung von Kochgeschirr, Wasseruhren und ähnlichen Gegenständen. Bambussprossen sind auch eine beliebte Frühlingsdelikatesse. Rattan ist auch sehr beliebt und in Rokugan ziemlich üblich. Schlank und biegsam kann dieser Zweig geflochten oder gewoben werden, um Körbe, Stühle, Hüte oder andere nützliche Gegenstände zu erschaffen. Viele Häuser in Rokugan, besonders bescheidenere Wohnstätten, sind mit Gegenständen aus Korbgeflecht ausgestattet. Die Äste und Zweige der Weide, die auch hart und biegsam sind, werden für diese Arbeit ebenfalls verwendet. Weiden werden auch für ihre Blüten geschätzt und werden daher oft in Gärten gepflanzt, ganz im Gegensatz zu Rattan. Viele andere Arten von kleinen Pflanzen und Wurzeln sind im ganzen Reich vorhanden. Sträucher zum Beispiel umfassen stachelige Brombeersträucher verschiedenster Arten. Geißblätter werden wegen ihrer duftenden weißen, gelben oder roten Röhrenblüten kultiviert, genauso wie Azaleen, die schöne bunten Blüten tragen. Dazu glänzende immergrüne Kamelien mit roter oder rosa Blüten, ähnlich denen der Rose. Auch Kletterpflanzen wie Efeu und Glycinen, die sich an Wänden und Berghängen schmiegen, kommen häufig vor. Obwohl einige dieser Sträucher in Gärten kultiviert werden, wachsen die meisten von ihnen in freier Wildbahn neben Flechten, Moosen und giftigen Pflanzen wie dem Schierling. Rokugan werden viele Pflanzen wie Glockenblumen, Mohn, Purpursafran wegen ihrer dekorativen Blüten kultiviert. Zu den bekanntesten gehören Malven mit ihren langen Büscheln verschiedenfarbigen Knospen, die Iris mit ihren schwertförmigen Blättern, glockenförmige Lilie, der Oleander mit seinen immergrünen Blättern und Trauben aus rosa, roten und weißen Blüten. Und natürlich die trichterförmige Prunkwinde, die sich wundersam mit dem Kommen der Sonne eines jeden neuen Tages öffnet. Löwenmäulchen, die wegen ihrer Blütenspitzen, die den Mäulern von Löwen ähneln, kultiviert werden, sind auch im ganzen Reich äußerst beliebt. Keine Blüte ist jedoch so geschätzt wie die Orchidee. Es gibt unzählige Sorten von Orchideen in Rokugan, und Experten, die wissen, wie man sich um sie kümmert, sind sehr gefragt. Viele Samurai-Familien haben seit Generationen Orchideen in ihren Gärten kultiviert. Und Experten haben mehrere neue Sorten entwickelt, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. An den rokuganischen Küsten kann man eine Reihe von Wasserpflanzen finden. Die häufigste sind der Lotus, die Seerose und eine große Vielfalt von Algen. Einige davon, wie Arame, Hijiki, Kombu und Nori, nur um einige zu nennen, sind essbar und liefern eine wichtige Ergänzung zur rokuganischen Ernährung. Natürlich kultiviert das Imperium sehr viele essbare Pflanzen, sodass eine erschöpfende Liste unmöglich ist. Im Allgemeinen sind Arten umfassend wie Pfeilwurz, Gerste, Kreuzkümmel, Gurke, Maulbeere, Hafer, Zwiebeln, Hirse, Sojabohnen, Weizen, Reis, Persimonen und Sorghum. So, soweit zur Flora. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!